Nein, Klaas, zum letzten Mal, wir spielen kein Kniffel. Wenn wir was in dieser Richtung spielen, dann Schach. Ich hab's! Wir spielen was für echte Männer! 15, 14, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 1. Ich komme! Ah, hab ich dich. Entschuldigung. Man said it. Klaas! Was ist los, Lukas? Sorry, ich hab nur was gefunden und dachte, ich ruf dich mal. Achso, ja, hab ich mir gedacht. Das meine ich. Was ist das? Das sieht aus wie Handschuhe. Ja, ich glaube auch. Aber wir sollten besser vorsichtig damit sein. Man weiß ja nie was. Mega Klaas beschützt Tillerse vor dem Verbrechen und schlägt böse Kreaturen in die Flucht. Jo, Mega Klaas hat ja gemerkt, wie er böse Kreaturen in die Flucht schlägt, als er letztens einfach nur so spazieren gehen wollte und dabei meine Haustür eingerannt hat. Hey, auf meinem steht Bar. Ist doch mein Inn. Das waren wohl die früheren Besitzer. Dann nennen wir diesen obercoolen Suit den Imba-Suit. Also belassen wir es dabei. Wir ziehen diesen coolen Imba-Suit an, weil er cool aussieht. Aber der mysteriöse On-Knopf wird nicht gedrückt. Denn aus On wird ganz schnell No. Okay. So machen wir das. Und nach dieser anstrengenden Unterhaltung brauche ich endlich einen Joghurt. Okay, dann komm mit. Bitteschön. Danke. Chili Stinkfrucht schmeckt ja richtig widerlich. Apropos richtig widerlich. Schau mal, was ich rausgefunden habe. Boah, bist du verrückt? Diese Aktion hätte mich umbringen können. Halt mal die Luft an, da steht On drauf. Stände da auf, dann kannst du dir Gedanken machen. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, wozu dieser Knopf gut ist. Jo, um uns nackt zu machen. Hier sind noch mehr Knöpfe, ganz kleine, gleich neben dem On-Knopf. Mal sehen, wofür der gut ist. Oh, sorry. Anscheinend verleiht dieser Anzug übermenschliche Kräfte, die wir noch nicht kontrollieren können. Meinst du? Na dann pass mal auf. Jetzt sind wir aber quitt. Mal sehen, was der Imba-Suit noch drauf hat. Ja, das können wir machen. Hey, hier sind ja noch mehr kleine Knöpfe.